Das Gujara waschen, das war halt einfach nur anstrengend, aber nicht wirklich schwer irgendwie. So, haben wir hier irgendwas, was wir dir geben könnten? Nee. Aber dann können wir gerade mal... Finn Tabby. So, letztes böses Schwein. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was hier noch alles hier offen ist. Aber ich würde sagen, wir haben ja jetzt hier alles. Gehen wir mal auf die Suche nach dem bösen Schwein. Jetzt muss ich aber mal überlegen. Das war, glaube ich, in dem komischen Wald. Da. Weil ich hatte ein Bild gesehen, das sah aus wie dieses Verbindungsstück. Und ich meine, wir wären da durch den Kujara-Wald Ach, Kujara-Wald, jetzt schmeiß ich noch alles durcheinander. Dass wir dahin mit dem Dings hier gekommen wären. Oh, meine Nase, die juckt so, das ist unfassbar. Okay, wir sind auf jeden Fall da, wo ich dachte, dass wir sein müssen. Das Bild sah aus, als ob das von hier gewesen ist. Das ist hier immer so komisch mit dem Vorsprung hier. Okay, gut. Keine Ahnung. Komm ich hier auch runter? Alles klar. Gut, ich hab's gefunden. Keinen! Was machst du denn hier? Ich habe mir das böse Schweinebuch angesehen. Mich hat etwas gestört. Da waren ganz viele Rechtschreibfehler drin. Gestört? Was denn? Wegen des letzten bösen Schweins. Wir suchen dieses letzte böse Schwein. Weißt du etwas darüber? Werd mal nicht panisch. Das Tor des letzten bösen Schweins ist wohl genau in diesem Raum. Aha. Und um es zu öffnen, brauchst du wahrscheinlich dies. Eine Schweinetasche. Was? Was ist passiert? Es war im Schlamm verborgen, als ob es jemand vergessen hätte. Oder extra weggetan hätte. Punkt, 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 Punkt.
Prinzessin liegt an euch, ob ihr gehen wollt oder nicht. Aber ich spüre eine merkwürdige Kraft von diesem Raum ausgehen. Etwas Furchtbares wird geschehen. Ich habe eine Vorahnung. Wenn du irgendetwas noch einmal probieren willst, du kannst hier noch nicht hinein. Wenn du mental vorbereitet bist, komm wieder zu mir. Ich warte hier auf dich. Ich speichere mal ab. Ja. Und ich überschreibe einfach mal diesen hier. Können wir da rein? Das ist ein Mechanismus, er geht nicht auf. Ja, wir haben ja jetzt eigentlich nichts mehr zu tun, ne? Immer 21 von 23, was ist denn jetzt noch offen? Ja. Ja, war ja klar, dass zwei nicht offen sind. Jo, würde ich sagen, wir machen einfach, ne? Okay, öffnen wir die Tür. Damit hättest du eintreten können müssen. Das sind manchmal so komische Sätze. Und es stand im bösen Schweinebuch. Vor dem letzten Schweinetor stehen 5 böse Schweine aus Stein. Das war auch, glaube ich, im ersten Teil so. 4 der Statuen bewachen den Eingang und eine den Ausgang. Um diesen Statuen zu entkommen, musst du die 5 böse Schweineplatten zerstören. Benutze böse Schweinemagie, um die Schweineplatten zu zerstören. Was bedeutet das? Heißt das, dass ich jetzt wieder... Muss ich jetzt wieder in den Wassertempel? Oder kann ich jetzt einfach... Muss ich das hier drinnen machen? Ich weiß es nicht. Was ist das denn? Ich
Flammenschweinplatte. Das böse Flammenschwein? Eine Platte? Aber natürlich, keinen hat sie erwähnt. Ach so, ich dachte, ich müsste jetzt diese goldenen Rüssel im Dings kaputt machen. Er sagte, benutze böse Schweinemagie, um die Schweineplatten zu vernichten. Ich frage mich... Die Frage ist, jetzt müssen wir das... Die Frage ist jetzt, müssen wir so Steinschere Papier machen? Oder müssen wir einfach das nochmal so... Achso, das ist dann... Oder müssen wir jetzt einfach mit dem gleichen angreifen? Ja, das ist alles ausgedingst. Ja gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Flammenschweinkostüm an. Und hoffen wir, dass wir das damit kaputt kriegen. Wenn nicht, mit Eis oder so oder Wasser. Okay, mit dem gleichen dann. Wir benutzen die böse Schweinemagie in der Nähe der Platte und zerstören sie. Ja, echt? Die Schweinestatuen verschwinden dann. Das bedeutet... Dass wir dann da reinkommen. Wir müssen nach den Platten der vier Statuen suchen, die den Eingang des... Schweinetors bewachen. Ach so. Und sie zerstören. So, ich dachte, da käme jetzt einer nach dem anderen hier so runtergefallen. Das ist natürlich interessant. Jetzt frage ich mich, ob die an den gleichen Stellen sind, wie die Tore waren. Das ist gruselig. Das müssen wir hier nochmal alles absuchen, wa? Das funktioniert natürlich noch, ne? Vor allem ist es so dunkel. So, hier unten war hier ein... Nee, das war hier Flammenschwein. Nee, das war gar nicht Flammenschwein, was hier war. Ich mag das nicht, dass das so dunkel ist. Na gut, ich versuche mich einfach mal hier. Tja, hätte ich das gewusst. Dass wir hier nur was suchen müssen, hätte ich mir dann natürlich rausgeschrieben, wo das ist. Ah, jetzt ist die Musik wieder kaputt.